Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein wirklich höchst angefragtes Video. Und zwar kriegt ihr heute von mir unsere Top-Babynamen für die kleinen Jungs, die wir mega, mega toll finden, aber die es dennoch nicht geworden sind. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Ich habe mich heute mal in eine andere Kulisse verzogen. Das ist hier unser Gästezimmer. Das ist so mein persönliches Mädchenzimmer, beziehungsweise soll es das mal werden. Und ich stehe auch, weil mir tut der Stuhl immer weh, wenn ich sitze. Interessiert niemanden, aber wollte ich euch erzählen, deshalb heute im Stehen und mit dieser Kulisse. Könnt ihr mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und jetzt legen wir los. Ich habe hier meine App aufgemacht. Denn in der App sind die Namen natürlich gespeichert. Denn ich könnte mir momentan niemals mehr als 3 Namen am Stück merken. Geht nicht. So, fangen wir mal an. Den Favoriten verrate ich natürlich nicht. Den werdet ihr dann erfahren, wenn unser kleiner Sohn auf der Welt ist. Und dann werden wir natürlich ihn auch hinausposaunen und mit euch teilen. An zweiter Stelle, beziehungsweise für mich eigentlich fast an erster Stelle, steht der Name Moritz. Ich finde, das ist einer meiner Lieblingsnamen. Also Maximilian war ja schon mein Highlight und Moritz damals aber auch. Aber erstens war es so, dass der Name Moritz meinem Mann nicht so gut gefällt. Und zweitens, ja, jetzt beim zweiten Kind, wäre es vielleicht ein bisschen affig, ne? Maximilian und Moritz, und wir nennen den Kleinen ja auch oft Max. Und Max und Moritz finde ich dann doch ein bisschen kritisch. Gerade wenn ich bedenke, dass die Kleinen ja dann vielleicht auch in einer Schule sind, weil sie ja nur 2 Jahre auseinander sind. Und jeder sagt, guck mal, das sind Max und Moritz. Dann kommt jetzt der Name, der mich so ein bisschen noch abgelenkt hat von dem Namen, den wir jetzt tatsächlich genommen haben. Und zwar ist das Benjamin bzw. Ben. Ich wollte ja ganz gerne einen längeren Namen wieder haben, so wie Maximilian auch. Wir haben relativ kurzen Nachnamen und da fand ich einfach schön, Benjamin und Maximilian, das klang für mich irgendwie harmonisch und irgendwie schön. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wollen wir lieber nicht doch den Namen nehmen? A, hat der Name meinem Mann nicht so gut gefallen, und B, ist es so, ich denke halt immer an Benjamin Blümchen. Und klar, es gibt schlimmere Assoziationen, als mit Benjamin Blümchen verbunden zu werden, aber ich fand das jetzt auch irgendwie blöd, die Vorstellung, dass dann jeder sagt, guck mal, da ist Benjamin, Benjamin Blümchen. Deshalb war der Name auch raus, obwohl ich ihn an sich total schön finde, weil man ihn auch mit Ben abkürzen kann. Und ich finde den Namen Ben auch wunderschön. Der ist für mich so, ja, so stilvoll, auch ein bisschen edel, aber auch so ein sportlicher, junger, knackiger Mann dann für später. Deshalb fand ich den Namen auch ganz toll. Dann kommt für mich mein Experiment, und zwar der Name Laurentin. Der ist wirklich schon für mich echt richtig, richtig crazy und sehr, sehr abgefahren. Für andere würden sagen, so besonders ist er doch gar nicht. Aber ich habe den Namen wirklich bisher einmal, glaube ich, gehört. Häufiger noch nicht. Und dann ist er mir jetzt in der Namensliste so beim Durchsuchen begegnet. Und den Namen finde ich auch wunderschön. Aber er hat mich einfach nicht so zu 100% überzeugt. Und mein Mann, der ist da sowieso ganz raus gewesen. Der hat gesagt, nee. Und deshalb fiel der Name raus. Auch passend zu Laurentin hätte ich dann auch noch Laurin gehabt, beziehungsweise Lauren. Lauren, also Lauren hätten wir ihn nicht genannt, weil wir sind jetzt nicht so auf amerikanischen Namen aus. Ich weiß nicht, ob das einer ist, aber Laurin hätte er bei uns wahrscheinlich geheißen. Aber auch da ist es wie mit Laurentin. Das war mein Mann zu abgefahren. Und ich war auch, wie gesagt, nicht so 100% so happy damit. Auf meiner Favoritenliste steht auch der Name Valentin. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr stilvoller Name, ein kräftiger Name, ein, ja, so, das ist so ein, ja, so ein starker Name einfach. Und ich möchte gerne, so wie Maximilian auch wieder, einen sehr, sehr starken Namen, stilvollen Namen haben. Und passt auch sehr, sehr gut zu unserem Nachnamen. Aber den Namen fand mein Mann nicht so cool. Wie soll es auch anders sein, ne? Und ich finde auch, dass der Name momentan sehr, sehr häufig vergeben wird. Was für mich jetzt nicht unbedingt ein Kriterium ist, weil ich finde letzten Endes macht das nicht nur der Name, sondern das Kind auch dazu. Und das ist so dieses Gesamtpaket. Und deshalb finde ich das jetzt auch nicht schlimm, wenn der Name häufiger benutzt wird. Maximilian ist ja jetzt auch nicht so ein seltener Name. Aber dadurch, dass mein Mann ja auch gesagt hat, nee, habe ich dann auch nicht weiter darüber nachgedacht. Und last but not least habe ich auf der Liste, und den habe ich auch schon bei Max auf der Liste gehabt, den Namen Pepe. Ich finde, Pepe ist einfach so ein richtig cooler, fetziger Name. Ein cooler, fetziger Junge. Aber ich muss sagen, da stelle ich mir so einen kleinen, dicken Drummeljungen drunter vor. Oder so einen Jungen mit frecher Schnauze. Und
Ja, Pepe und Maximilian, das war für mich jetzt auch nicht so ideal und mein Mann hat der Name auch nicht gefallen, Überraschung. Insofern ist Pepe rausgefallen, aber er wird wahrscheinlich immer auf meiner Liste stehen bleiben, weil ich ihn irgendwie süß finde. Ich finde ihn süß. Ich finde ihn einfach sehr, sehr knuffig, den Namen. Und ja, der bleibt einfach immer unter meinen Favoriten. Mein Mann hat noch einen Namen eingeworfen, der für mich aber wirklich, da habe ich nicht mal 5 Sekunden drüber nachgedacht. Und zwar der Name Karl. A ist der Name sehr kurz, finde ich nicht so cool bei unserem Nachnamen, obwohl das eigentlich schon harmoniert, da muss ich ihm recht geben. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie fehlte mir da so diese, ich will nicht sagen, dass der Name Karl nicht stilvoll ist, der ist schon stilvoll, aber irgendwie fehlte mir noch der Wumms dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, ich kann es irgendwie nicht erklären. Und Karl und Maximilian passt irgendwie schon, aber ich glaube, ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt, ich möchte wieder einen längeren Namen haben. Und Karl ist ja nun mal sehr, sehr kurz. Und ja, deshalb habe ich nicht mal fünf, doch, vielleicht habe ich dann doch schon mehr als 5 Sekunden drüber nachgedacht, ne? Ich habe ja jetzt schon länger als 5 Sekunden darüber gesprochen. Das waren unsere Top-Babynamen. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt waren. Ich bin jetzt aber ganz ehrlich mit dem Namen, den wir uns ausgesucht haben, total glücklich. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine Schnullerkette bekommen mit dem Namen drauf. Und wenn man den auch nochmal so vor sich liegen sieht, dann denkt man sich so, oh Gott, so wird mein Baby bald heißen. Und das macht das Ganze nochmal greifbarer und schöner. Und ich finde, wir haben uns einen sehr, sehr schönen Namen ausgesucht. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir ihn abkürzen können. Aber da wird uns bestimmt auch noch was einfallen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Top-Jungsnamen hier unten reinschreiben, beziehungsweise euren einen. Schreibt mir mal einen Highlight-Namen unten in die Kommentare, dass wir hier unten mal so ein Ranking erstellen können, was wirklich die Top 10 Jungsnamen sind. Das würde mich echt mal interessieren. Jetzt kommt gleich die nächste Frage hinterhergeschossen. Natürlich haben wir auch Mädchennamen, ne, auf der Liste. Und wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Dann drehe ich auch noch Mädchennamen für euch ab. Unseren Favoritennamen werde ich dann natürlich auslassen, weil, wie ich vielleicht auch schon erzählt habe ich garantiert schon erzählt, wünschen wir uns ja vielleicht noch ein drittes Kind. Und auch wenn ich es für fast unmöglich halte, könnte ja sein, dass es vielleicht doch nochmal ein Mädchen wird. Und ja, da möchte ich den Favoritennamen natürlich nicht so gerne verraten. Aber ich finde, bei Mädchen gibt es so, so viele tolle Namen, dass ich euch gerne ein paar Highlights oder ein paar Favoriten von uns da verrate. Jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Genießt das schöne Wetter. Genießt den Frühling und den Sommer. Passt auf euch auf. Fühlt euch abgeknutscht. Lasst mir wie immer gerne euer Feedback und euer Abo da. Und natürlich einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. I met you in the summer when your left it was cold. Said we